366 Bärengeschichten von Maan Janssen. 1. April. Ein dumpfer Schlag. Nervös wippt Irwitz auf dem Fensterbrett auf und ab. Das geht nicht gut, denkt er. Oh, das geht schief. Bestimmt kommt gleich Euthanasia nach Haus und wer weiß, was passiert, wenn sie uns hier findet. Warum hört dieser dumme Bär auch nie auf mich, sobald es irgendwo Honig gibt? Brumm hat inzwischen das Häuschen von Euthanasia betreten. Na also, murmelt er, meine Nase betrügt mich nie. Dort steht ein Glas Honig. Fern hört er noch vom Fenster aus Nein! rufen. Aber da hat er die Pfote schon im Honigglas. Er nimmt einen großen Batzen. Wie gut das schmeckt. Brumm genießt den herrlichen Honig. Aber was ist denn das? Plötzlich wird ihm ganz schwindelig. Dann wird ihm schwarz vor Augen und mit einem dumpfen Schlag fällt er nach vorne auf den Boden. 2. April. Brumm ist K.O. Oh, ist er dumm, der gute Brumm. Ist Honig bei der Hexe im Haus. Jetzt sieht's gar nicht gut für ihn aus. Er war mal wieder viel zu gierig. Ihn zu befreien, das wird schwierig. 3. April. Im letzten Moment. Irwitz hat durchs Fenster alles gesehen. Wütend schaut er auf Brumm, der regungslos auf dem Boden liegt. Leise murmelt er. Oh, du dummer, dummer Tropf, der du bist. Habe ich dich nicht angefleht, nicht hineinzugehen? Nun siehst du, was geschehen ist. Ängstlich schaut er sich um. Was soll ich jetzt noch machen? Ruft er. Ich wünschte, Tante Lobelia wäre hier. Die wüsste sicher, was zu tun ist. Diesen dicken Bären werde ich nie alleine hier wegkriegen. Im Augenwinkel sieht er plötzlich, dass sich etwas bewegt. Obi, der bemerkt hat, wie verwirrt Irwitz ist, erkennt seine Chance und läuft auf Irwitz zu. Aber der Vogel fliegt schnell weg und Obi kann ihm nur murrend nachschauen. Das war knapp, piepst Irwitz, als er sicher auf einem hohen Zweig sitzt und die tiefen Kratzer von Obis Krallen auf dem Fensterbrett sieht. Aber was nun? 4. April. Ein großer Käfig. In sicherer Entfernung harrt Irwitz der Dinge, die da kommen werden. Er braucht nicht lange zu warten, denn schon bald hört er Euthanasia auf ihrem Brummbesen kommen. Etwas ungeschickt landet sie im Garten. Was für eine Bruchpilotin, denkt Irwitz. Aus der wird nie ein richtiger Vogel. Und landen ist schon gar nicht ihre Stärke. Aber schon verschwindet Euthanasia in ihrem Häuschen. Einen Moment später sieht Irwitz, wie sie kichernd einen großen Käfig hinausschiebt. Irwitz bekommt einen Riesenschrecken. Sieht er recht? Euthanasia hat Brumm in einen Käfig gesperrt und beginnt nun, ihm mit ihrem Zauberstab in die Rippen zu pieksen. Langsam erwacht Brumm und benommen schaut er in das grinsende Gesicht von Euthanasia. Was ist geschehen? Wo bin ich? Wer bist du? Fragt Brumm. 5. April. Obi wird bestraft. Umständlich setzt sich Brumm auf. Leider ist das der größte Käfig, den ich habe, gurrt Euthanasia. Mit meinen Käfigen war ich nicht auf Bären vorbereitet. Aber sag mal, wo ist denn dein kleiner Freund? Und sie gibt Brumm mit ihrem Zauberstab einen kräftigen Stoß. Brumm wird böse und knurrt mürrisch. Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Nun ja, das Vögelchen kommt auch noch an die Reihe. Das fange ich auch noch, grinst Euthanasia. Obi schmiegt sich an Euthanasias Beine. Verärgert schaut sie auf den Kater. Du dummes Vieh, du hast den Vogel entkommen lassen. Zur Strafe gehst du ohne Fressen ins Bett. Beleidigt zieht Obi ab und legt sich murrend auf das Fensterbrett.